Und willkommen zurück bei der zweiten Auswahlmöglichkeit, die es gibt. Okay, Jackie, let's just stay calm. Kann ich das hier überspringen? Ja, kann ich überspringen. Ich gehe direkt zur Entscheidung. Ich lehne die Anstatt jetzt ab. Ihr wisst, was beim ersten passiert ist. Jetzt schauen wir mal an, was beim zweiten passiert. I want to be with Jenny. Und das sieht ja schon mal ganz, ganz anders aus. Hold on, baby. I'm coming. You defy me. Ja, ich widersetze mich dir. Jenny? Is that really you? Hier war eigentlich mal ein Relikt, aber das habe ich schon aufgehoben. Ja, wir sind jetzt anscheinend in der Finsternis. Oder sowas. We'll see about that. Hallo. Die Monster kennt man, glaube ich, auch schon aus dem ersten Teil. Please, Jackie, make it stop. Hold on, baby. I'm coming. Okay. You must not. Das darfst du nicht. Wir werden sehen, was ich darf und was nicht, du Drecksack. Okay. Nächster April einfach kaufen. Except you are nothing. Ich brauche noch einen Erfolg. Und zwar ist dieser Erfolg, dass ich einen Gegner in die Luft schleudere und ihn dann in der Luft töte. Den auf einen Versuch jetzt zu bekommen. She will never leave here. Aber da ich ja hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Konzentration, Konzentration. Na, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir ja mal sehen. Okay, Moment mal, Moment mal. Wo muss ich lang? Da war auch noch ein Relikt, das habe ich aber auch schon aufgehoben. Upsala, da habe ich ein Screenshot ins Team gemacht. Ah. Ich muss das wegkauen, ganz vergessen. Ah, ja. Zwei Waffen, zweimal das dicke Ding. Das wollen wir mal sehen. Ich muss hier irgendwo hier muss ich greifen. Irgendwo, ja, wo muss ich denn hier nochmal greifen?
Hab ich wieder vergessen. Verdammt, wie waren das nochmal? Ach, da, genau. Oh doch, ich kann. Ich kann und ich werde. Ich bin nicht schnell genug. Okay, vielleicht bin ich damit schnell genug. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich jetzt schnell genug. Gegner in die Luft schleudern und während er in der Luft ist, töten. Mit der Waffenkalibrierung kriege ich das bestimmt hin. Ich brauche Leben. Herz. Aus dem Herz, da kommen jetzt eh, aus dem Ei meine ich, kommen jetzt eh noch welche raus. Sag ich ja. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. You know not what you do. Ist mir egal, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, dass ich vernichten werde. Rein ins schwarze Loch mit euch. Warum hast du dann solche Angst vor mir, Finsternis? Wenn ich doch nur eine Puppe bin. Keep going. You're gonna do it. Do not obey. Komm schon. Komm schon. Alles, was du kannst hier. Okay, wir haben Jenny, glaube ich, befreit und ich bin jetzt zwar wieder ruhig. Cutscene und so. I didn't mean for this to happen. Any of this. Shh. We don't have much time. Ja, meine Freunde, das war das Ende von The Darkness 2. Diesmal verabschiede ich mich auch richtig. Ich bedanke mich für das Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den paar Leuten, die es gesehen haben. Und ja, wartet ab, was als nächstes für ein Let's Play kommt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und einen erholsamen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video geguckt habt.
Bis dann. Ciao. I love you, Jackie Estacado. No matter what happens, I always will. I'm so sorry. Sorry? Jenny, I'm the one who's... We are the Angelus. The world has gone too long without my light. Oh, yes. It's been so long. Where's Jenny? Don't worry. She's still in here. And after all you put her through, she still loves you, but she knows what must be done. Give her back to me. Don't you understand, Jackie? Jenny's soul wasn't the only thing trapped here. It was you who gave her to me. I won't fight you. What makes you think I'm even going to give you the chance? You have become too powerful a host, caused too much suffering. You and it are now where you belong. No. No! Jetzt habt ihr das wirkliche Ende von The Darkness 2 gesehen. Und so wie es aussieht, kommt ein The Darkness 3. Und ja... Das war's diesmal wirklich. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.